Zum Thema geometrische Orte. Wir wiederholen hier die drei wichtigen geometrischen Orte: Parabel, Ellipse und Hyperbel. Eine Parabel wird definiert als der geometrische Ort aller Punkte, die gleich weit von einem angegebenen Punkt wie von einer angegebenen Geraden entfernt sind. Wenn man das Bezugssystem so wählt, dass die angegebene Gerade d parallel zur y-Achse ist und dass die x-Achse durch den angegebenen Punkt f verläuft und dass der Ursprung vom Bezugssystem in der Mitte von dieser Strecke hier liegt, dann führt diese Definition automatisch zu dieser kartesischen Gleichung der Parabel. Ein Punkt P mit Koordinate xy gehört also zu dieser Parabel, dann und genau dann, wenn y hoch 2 dasselbe ist wie 2px, wo P dieser angegebene Abstand zwischen dem angegebenen Punkt F und der angegebenen Geraden d ist. Wenn man jetzt einen beliebigen Punkt der Parabel nimmt und seine Koordinate mn nennt, dann kann man die kartesische Gleichung der Tangenten zur Parabel an diesem Punkt mit Koordinate mn ganz einfach behalten, indem man diese kartesische Gleichung der Parabel so umschreibt, dass man x zweimal sieht und dass man y auch zweimal sieht. Hier kann man zum Beispiel px plus px schreiben. So sieht man x zweimal. Und hier kann man y mal y schreiben. So sieht man y zweimal. In px plus px ersetzen wir 1 der x durch die Abszisse m. Also ergibt das px plus pm. Und hier in y mal y ersetzen wir 1 der y's durch die Ordinate n. Das ergibt dann n mal y. Das ist ein kleiner Trick, um aus der Parabelgleichung sofort die Tangentengleichung zu bestimmen. Bei der Ellipse. Eine Ellipse ist der geometrische Ort aller Punkte, die so sind, dass der Abstand dieser Punkte zu einem angegebenen Punkt f1 plus der Abstand dieser Punkte zu einem angegebenen Punkt f2 immer konstant ist. Diese Summe der zwei Abstände muss immer konstant sein. Wenn wir das Bezugssystem so wählen, dass der Ursprung genau in der Mitte von diesen zwei angegebenen Punkten f1 und f2 liegt, dass die x-Achse durch diese zwei Punkte f1 und f2 geht und die y-Achse senkrecht zu der x-Achse verläuft, dann kann man sehr einfach beweisen, dass die kartesische Gleichung solch einer Ellipse diese da ist. X hoch 2 auf a hoch 2 plus y hoch 2 auf b hoch 2 gleich 1. Diese Zahl a, das ist die große Halbachse. Und diese Zahl a ist auch nochmal hier zu finden, der Abstand zwischen diesem Ellipsenpunkt und diesem angegebenen Punkt f2. Die Zahl b, das ist die kleine Halbachse. In diesem rechtwinkligen Dreieck sehen wir sofort, dass a² gleich sein muss zu b² plus c². Halten wir das fest. Um die Tangente an einem Ellipsenpunkt mit Koordinate mn leicht zu bestimmen, wenden wir genau den gleichen Trick wie da an. X soll zweimal erscheinen, also schreiben wir x mal x und ersetzen ein x durch m. Auch y soll zweimal erscheinen, dann schreiben wir hier y mal y und ersetzen ein y durch die Ordinate n. Dann führt das sofort zu dieser Gleichung und das ist die kartesische Gleichung. Sie haben Post, Sir. Da kommt James, der bringt mir gerade Post. Danke, James. Tschüss. Also nochmal, somit haben wir also die Gleichung der Tangenten am Ellipsenpunkt P mit Koordinate mn
sehr leicht gefunden. Bei Ellipse und Hyperbel wird noch ein zusätzlicher Begriff definiert, und zwar die numerische Exzentrizität e. Natürlich nicht zu verwechseln mit der Eulerzahl e. Das hat damit gar nichts zu tun. Die numerische Exzentrizität e einer Ellipse wird definiert als c geteilt durch a. Diese Zahl c geteilt durch diese Zahl a. In diesem rechtwinkligen Dreieck erkennen wir ganz deutlich, dass c streng kleiner sein muss als a. Die Hypotenuse ist die längste Seite in einem rechtwinkligen Dreieck. Und da c streng kleiner ist als a, haben wir hier einen Bruch, bei dem der Zähler streng kleiner ist als der Nenner. Dann ist dieser Bruch streng kleiner als 1. Hyperbel. Die Definition ist ähnlich wie bei einer Ellipse. Nur dieses Mal geht es um die Differenz von diesen zwei Abständen. Die Differenz von diesen zwei Abständen soll im Betrag konstant sein. So sind Hyperbelpunkte definiert. Wenn man das Bezugssystem so wählt, wie hier angezeigt, dann führt das automatisch und sehr schnell zur Hyperbelgleichung, die fast so aussieht wie die Ellipsengleichung, nur dass zwischen den zwei Brüchen hier dieses Mal ein Minus steht. In diesem rechtwinkligen Dreieck hier können wir wieder Pythagoras ablesen, c² gleich a² plus b². Halten wir auch diese Formel hier fest. Das ist die Verbindung zwischen den drei Zahlen a, b und c. Der Tangententrick funktioniert genauso gut bei einer Hyperbel. Aus dieser Gleichung hier lassen wir x zweimal erscheinen, x mal x. Dasselbe für y, y mal y. Ein x ersetzen wir dann durch m, Abszisse vom Hyperbelpunkt, an dem wir die Tangente berechnen möchten. Und ein y ersetzen wir durch n, Ordinate dieses Punktes. Bei der Hyperbel wird auch eine numerische Exzentrizität e definiert durch genau denselben Bruch, c geteilt durch a. Aber durch dieses rechtwinklige Dreieck sehen wir, dass c größer ist als a. Die Hypotenuse ist immer länger als eine Kathete. C auf A ist also ein Bruch, bei dem der Zähler größer ist als der Nenner. Dann ist dieser Bruch streng größer als 1.